In verbundenen Gefäßen sind die Flüssigkeitsoberflächen gleich hoch. Wieso? Und begründe auch mathematisch. Wir wissen, dass der hydrostatische Druck nur von der Tiefe in der Flüssigkeit abhängt und nicht von der Form des Gefäßes. Denn der hydrostatische Druck klein p wird ja berechnet durch Rho mal g mal h. In dieser Zeichnung wissen wir, dass der Druck P1 derselbe ist wie der Druck P2. Und durch diese Formel können wir daraus schließen, dass Rho mal g mal H1 dasselbe ist wie Rho mal g mal H2. Und indem wir diese Gleichheit durch Rho mal g teilen, finden wir effektiv heraus, dass diese Höhe H1 dieselbe sein muss wie diese Höhe H2.